Untaro. Was ist passiert? Ich bin ein armer Hund, von meiner eigenen Familie in Armut gestürzt. Wer? Ja, mein eigen Fleisch und Blut hat mich in diese schreckliche Lage gebracht. Meine eigene Familie. Wie können sie nur so verblendet sein? So von Trugbildern verwirrt. Wehe ihnen, wehe. Willst du mir vielleicht mal sagen, was los ist? Mein Papa, mein guter Papa, hat vor einem Monat dieses Tal der Tränen verlassen. Und seine Geschwister, meine verhassten Tanten und Onkel, ich spucke auf sie, sind vor Kummer wahnsinnig geworden. Sie sind auf düsteren Pfaden gewandelt und haben einen Infizierten gefunden, der die Macht hat, Tote zu erwecken. Seitdem geben sie der Kreatur Wertsachen und beschwören sie, meinen lieben, verstorbenen Papa zurückzubringen. Und was hat das? Glauben Sie wirklich an sowas? Ja, Sie glauben, Ihre Opfergaben bringen die Bestie dazu, Papa ein neues Leben zu schenken. Anscheinend brauchen die Leute etwas, woran sie glauben können, was auch immer das sein mag. Und was hat das mit deiner Armut zu tun? Sie haben alle Wertsachen von Papa als Opfergaben verwendet. Als ich versuchte, sie aufzuhalten, warfen sie mich aus dem Haus. Ich habe gar nichts mehr. Nur die Erinnerung an Papa und ein klaffendes Loch im Herzen. Ich würde ja selbst zum Altar gehen und seine Habseligkeiten zurückholen. Aber ich bin ein gebrechlicher Mann. Aber du scheinst mir ein kräftiger Kerl zu sein. Vielleicht würdest du da hingehen und seine Schätze für mich zurückholen? Ja, wenn es dir so viel bedeutet, okay, kann ich es versuchen. Das ist eine Nachtmission, Freunde. Da müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen. Ich werde dich 100-fach belohnen. Sie bringen die Opfergaben nachts dar. Du musst also im Schutz der Nacht hingehen. Du findest seine Habseligkeiten in Weidenholzkisten. Du kannst hier warten, bis die Sonne vom Himmel hinabsteigt. Okay. Ich warte auf dich in meiner Hütte am Lower Dam Air, in der Garnison. Der Eingang liegt nahe dem alten Hotel, am Kanal. Leb wohl. Leb wohl. Alright. Ja, kann losgehen. Neue Nachtquest, Abschluss. So. Mach mal kurz das Licht aus. Ist das nur ein Ort, den ich da aufsuchen muss? Also, darf man nicht unterschätzen, ne? Es sind trotzdem 200 Meter. Deswegen müssen wir da ein bisschen aufpassen. Oh Gott. Das hat ja wieder super geklappt. Dass die mich nicht sehen. Also möglichst keine Taschenlampe anmachen oder so ein Blödsinn. Gut, hier bin ich in Sicherheit. Schon mal gut. Hast du was zu trinken? Keinen Tropfen. Ich könnte selbst. Da hinten ist noch einer hier, der braucht Hilfe oder was? Nimm ihn weg von mir. Das weiß ich halt nicht so genau. Ist aber gerade nicht meine Aufgabe. So, ich guck mal. Ach so. Ich verstehe es nicht ganz. Da ist ein Heuler, da muss ich aufpassen. Irgendwie den Heuler wegbekommen.
Okay. Der kommt sicherlich doch nochmal hoch, oder? Oder auch nicht. Bin mir nicht sicher, wo ich hin muss. Wurde zwar gesagt, im Questbereich bin ich. Kann halt überall sein. Wie viel habe ich noch? Wie viele Pfeile? Wird mir nicht angezeigt. Ein! Da muss ich mal was herstellen. Moment. Ein Pfeil ist natürlich zu wenig. So, jetzt haben wir hier erstmal ein bisschen aufgeräumt. Pfeile nehmen wir mit. Habe ich den schon durchsucht hier? Alright. Okay. Ach, hier sind die Kisten, guck mal. Kommt da einer um die Ecke oder was? Da hinten ist nochmal ein fettes Viech. Tschu und weg. Die Frage ist eher, wo das andere Teil ist, Alter. Die andere Kiste. Auch da drin sein, ne? Könnt ihr mal da reingucken? Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass es da drin ist, weil das ist so ein extra Ding. Na, hier dürfte eigentlich nichts weiter sein. Könnte eventuell noch da drin sein. Oder auch nicht. Oder wo ist denn das, ey? Das muss doch hier irgendwo rumliegen. Oder ist das woanders? Moment. Nee, das ist hier. Das muss hier irgendwo. Irgendwo hier muss noch die. Ach, guck mal hier, direkt in meiner Nose. So. Haben wir. Okay, ich habe alles. Quest aktualisiert. Bringen Sie die Wertsachen zurück. Ja. Da würde ich trotzdem aber erstmal gucken, wie ich das am besten erledige. Ich muss irgendwie wieder auf diese. So. Jetzt sind wir erstmal sicher im Bereich.
muss ich irgendwie darüber. Das sollte nicht so ein Problem sein, aber nachts ist halt nicht meine Zeit. Also in diesem Spiel. Weil nachts sind die Viecher irgendwie mehr aggro als sonst. Deswegen gucke ich da ein bisschen direkt dahin. So. Das dürfte hier eigentlich schon sein, oder? Hier ist ja ein Safe Spot. So, nur gucken, wo der Typ hier ist. Oder unten. Ah ja. Geschieht dir recht, du Sau! Du hättest fast meinen Bruder auf dem Gewissen gehabt. Ich okay, was geht hier? Dass er verletzt wird. Wurde er aber. Wegen dir. Hör auf, andere für deine gefährlichen Aufträge einzuspannen. Wenn ich erfahre, dass du auch nur versuchst, den Scheiß mit jemand anderem abzuziehen, dann bist du dran. Hey! Wer bist du? Noch so ein Laufbursche von diesem Trottel? Ja, bin ich. Egal. Scheiß drauf. Ich verpiss mich. Was ist hier los? Wovon spricht er? Also, vor dem Niedergang da war ich Schauspieler. Und noch nicht mal ein guter. Meiner Bühne beraubt, übte ich meine Kunst auf der Straße aus und wurde zum Betrüger. Aber auch darin war ich nicht wirklich gut. Ich bin immer noch ziemlich arm. Alles, was du über deinen Vater gesagt hast, über deine Familie? Na, war eine Lüge. Ich musste dich überzeugen, mir diese Wertsachen zu beschaffen. Die Legende über die Bestie gibt es wirklich. So wie die Banditen, die sie erfunden haben, um Leute dazu zu überlisten, ihre Wertsachen einfach herzugeben. Die kommen später und holen sie ab. Ich bin nicht selbst hingegangen, wollte nicht riskieren, dass die mich fangen. Also musste ich jemand anderen dazu bringen. Ich bin ein gieriger, fauler Bastard. Was willst du von mir? Na, zumindest bist du in dem Punkt ehrlich. Naja, manchmal versuche ich das. Wie jetzt zum Beispiel. Du hast die Zerreißprobe überstanden. Die Beute kannst du behalten, als Entschädigung sozusagen. Ja, vielen Dank, ey. Fällt jetzt der Vorhang. Sein oder nicht sein? Oder nicht sein. Das ist hier die Frage. Ob's edler im Gemüt die Pfeile und Schleudern des wütenden Geschicks erdulden oder sich waffnend gegen eine See von Plagen durch Widerstand sie enden? Sterben, schlafen, nichts weiter. Und zu wissen, dass ein Schlaf das Herzweh endet. Und? Gut? Ach Gott. Super. Ja, also, wenn du einen richtigen Job hättest, würde ich sagen, bleib lieber dabei. Okay, Begegnung fehlgeschlagen. Was? Nebenquest abgeschlossen. Abschluss. Hä, ich wollte gerade sagen, hey, wie kann das denn sein, dass ich da gescheitert bin? Naja. Gut, fertig.